Einen wunderbaren 9. November. Heute geht was in die Luft, so heißt es. Das heißt aber nicht, dass Aggressionen hervorkommen. Das bedeutet nicht, dass Neid, Angst und so weiter hervorkommen muss. Es geht nur was in die Luft. Und hier ist es wie eine Kraft, die du in den nächsten Tagen spüren kannst. Also wenn der heutige Tag für dich ein wenig komisch ist, wie wenn du auf einem Nebelbogen laufen würdest, so heißt es. Das ist die Illusion, die dich mächtig macht. Diese sind jetzt Worte, die gar nicht so einfach sind. Und das heißt, ich darf jetzt 10 Fragen bekommen, die uns betreffen, und die werde ich dann auch von geistiger Botschaft beantworten. Erste Frage: Was geschieht am heutigen Tag? Eine Energie, die in der Luft wirbelt, das wird in uns ganz schön triggern. Aber triggern muss nicht immer negativ sein. Triggern kann sein, dass du merkst, dass du aus einer alten Falle hervortrittst, heraustrittst. Du merkst, dass du irgendwas gar nicht mehr brauchst. Und dann beginnt das Vergnügen. Also heute ist der Tag, wo es brodelt, aber nicht negativ. Das ist ganz wichtig. Es brodelt was hoch. Zweite Frage. Wie sollen wir damit umgehen, mit dieser heutigen Energie? Sie sagen, die Energie ein wenig flach halten. Das bedeutet, versuche heute wirklich ganz bei dir zu bleiben. Versuche dich nirgends, nirgends triggern zu lassen. Egal, wer mit dem Finger auf dich zeigt, egal, wer deine Emotionen schüren möchte, heute versuch den Ball flach zu halten. Das ist wirklich eine der ganz großen Empfehlungen für heute. Wenn du am Abend sagen kannst, wow, habe ich geschafft, dann hast du dir eigentlich für die ganze Woche einen sogenannten Freibrief erarbeitet. Ich hoffe ganz ehrlich, du hörst dieses Video noch, vor es emotional triggert. Ist nicht negativ, sondern es geht um eine Bewusstseinsebene, die wir nun erreichen können. Die nächste Frage. Warum ist jetzt eine Türe geöffnet worden? Heute Nacht waren es 2, es war von 20 Uhr auf 22:46 Uhr und heute Morgen von 5 bis 8 Uhr. Ihr habt es vielleicht gemerkt, die einen bekamen Kopfschmerzen, die anderen konnten nicht schlafen. Also so ziemlich einiges, was wieder im Magnetfeld der Erde gebrodelt hat. Was also jetzt wichtig ist, entscheidend ist: Wir sollen lernen, diese Simulationen, diese Türen akzeptieren zu wollen. Es ist ein großer Bewegungsprozess. Und wenn wir wüssten, auf was wir hintrainiert werden, dann wärst du froh, du lässt dich trainieren. Versuche jeden Tag das Beste aus deinem Tag, aus dir selbst zu machen. Und das gelingt, wenn du im Flow bist. Was ist der Flow? Dieses soll ich jetzt erklären. Der Flow heißt, ich bin immer in dieser Energie. Gehe ich zurück, gehe ich aus meinem Kanal heraus, gehe ich nach vorne, gehe ich aus meinem Kanal heraus, bleibe ich im Jetzt. Dann geschehen Wunder. Und nun versuche es selbst. Versuche nur diesen Flow, in diesem Jetzt zu sein. Alles andere ist nicht wichtig. Nur das Jetzt. Spürst du, wie deine Energie da ist? Spürst du, wie Bewegung geschieht? Spürst du, dass du mehr Power haben könntest, aber dieses Zurück hindert und dieses nach vorne genauso? Jetzt. Ich soll noch ein wenig über diesen Flow sprechen. Ein Flow ist nichts anderes als eine unglaubliche Energie, die wir zur Verfügung haben. Im Flow bist du immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Was aber wichtig und entscheidend ist, wir haben jetzt diese sogenannten, wie sagen Sie, simultiven Tage. Hier werden wir an etwas geschoben. Ich habe gestern schon gesagt, es gibt einen wichtigen Satz: Der Krug geht so lang zum Brunnen, bis er bricht. Und genau diese Situationen, die wir vielleicht jetzt schon Jahre, Monate, Wochen lang mit uns getragen haben und immer wieder das Gefühl haben, was hindert uns, was verkrampft uns, was benebelt uns, diese können jetzt tatsächlich aufbrechen. Einfach so bricht auf. Wichtig ist nur eines: Bleib gelassen, so gut es geht. Klingt nicht immer. Ich bin das beste Beispiel. Ich bin so der absolut emotionale Mensch und bei mir kann es hoch, aber auch tief gehen. Aber ich glaube, das ist auch das, was mich selbst noch ausmacht, weil ich mag mich auch in dieser Emotionalität
Ich habe das Gefühl, ich nehme dann so die Herztöne besser wahr. Wenn ich so lebe, nehme ich mein Leben nicht in dieser Art und Weise wahr, aber ich versuche, zu mir zurückzukommen. Ich versuche mir denn je Gelassenheit zu haben. Ich versuche mir denn je meinen Raum einzunehmen, wo ich ganz klar und deutlich sage, hier kommt Strich rein, mein Raum. Und das ist vielleicht genau dieses, was wir auch lernen dürfen, diesen Raum, diesen Aura-Bereich für uns einzunehmen. Wenn du ganz kurz, wenn du Zeit hast, die Augen schließt, für einen kleinen Moment, dann versuche einmal, deine Aura einzuspüren. Frage deinen Aura-Boss, nennen wir ihn, ob er dir jetzt einmal die Möglichkeit gibt, deine Aura erspüren zu dürfen. Wenn du die Augen schließt, geht es leichter. Schließe die Augen, bitte deinen Aura-Chef-Boss zu dir und frage ihn, ob du die Aura erspüren darfst. Er sagt, weit, du sollst mal links und rechts die Weite spüren, und dann genauso vorne zurück vom Rücken zur Brust und schau, wie weit dieser Raum ist. Und immer wenn jemand dich zum Beispiel triggern möchte, dann gibst du ihm das Recht, in deinen Raum hereinzukommen. Und er darf anklopfen und sagen, wir haben noch was zu erledigen. Und in diesen Tagen darfst du aber auch deine Aura weiten. Und versuch dieses ab und dann, indem du immer, wichtig, deinen Aura-Boss, nennen wir es ein liebevoller Name, Aura-Boss, du bittest ihn und sagst ihm, bitte schütze meine Aura. Kurzer Befehl, kurzes Kommando, darfst du Danke sagen. Und er sagt, das wären so wichtige Übungen, weil du dann viel besser bei dir bleiben kannst. Schütze meine Aura. Und so kann ich dir da reintappen. Und auch wenn du in Menschen Mengen bist, bist du weitaus geschützter, weil nicht jeder in deinen Raum hereinspazieren kann. Heute ist nur noch eines wichtig, und das seien die letzten zwei Fragen. Die erste dieser zwei Fragen: Warum geschieht jetzt so viel Energieauflösung? Weil alte Geschichten fallen, und das ist ganz wichtig. Alte Geschichten fallen. Und wenn wir erkennen, wie wichtig dieses ist, und wenn wir hier gar nicht mehr dieser sogenannte Mitspieler sein wollen, dann verändert sich unser Leben in eine glorreiche Zeit. Sei ein Versprechen. Aber wir müssen uns bewusst sein, unsere Welt muss sich verändern und sie wird sich verändern. Und je mehr Licht du sein kannst, sein möchtest, in diesem Flow, je mehr bist du plötzlich glücklich. Je mehr bist du plötzlich gelandet. Letzte Frage: Was geschieht ab Freitag? Wir haben dann den 12.11.2021. Nicht nur, dass wir heiraten, sondern es geschieht ein Nebel, der sich in diesem Tag auflöst. Was immer du an diesem Tag vorhast, freue dich auf dieses ganz große, große Datum. Ich wünsche dir einen wunderbaren, nicht getriggerten Tag, einen beschützten Auraraum und hab es fein. Danke dir.